Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir über das Halloween-Event bei World of Tanks. Ja, gibt es ja jetzt mittlerweile echt extrem viele Panzer, die man dafür benutzen kann. Unwahrscheinlich viele. Ein paar habe ich mittlerweile zusammen. Das ist jetzt hier mal eine schöne Garage. Ja, so einen eigenen coolen Effekt. Wie zum Beispiel der Werwolf, wenn er halt so an fangen zu fackeln, dann wird er schon extrem schnell, kriegt einen übelsten Speedboost und hat auch eine relativ fixe Kanone in Sachen Schuss. Während der Sumpfschrecken zum Beispiel eine Munitionssorte hat, wo er halt die Gegner in praktisch einer Ranke festhalten kann, ohne dass die abhauen können. Die sind dann praktisch gefangen. Hier der Fangula, das ist ja hier der Hot Wheels 9er Panzer. Ein ganz großes Danke an ein Clan-Mitglied von mir, der mir den mal einfach so aus Jux und Dollerei geschenkt hat. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, er zum Beispiel kann hochspringen, was mega geil ist. Er drückt praktisch die Handbremse und dann springt die Kiste nach oben, womit wir, falls ihr auf dem gegnerischen Panzer landet, extrem viel Schaden machen könnt. Oder halt dem Panzer ausweichen. Gibt halt auch Panzer, den habe ich leider nicht. Der hat vorne so ein Schippchen. Wenn der euch erwischt, dann kickt er euch erstmal einen Kilometer weiter weg. Da könnte man dann zum Beispiel hochspringen und ausweichen. Ja, der Inferno hat 3 Leben, was ziemlich praktisch ist. Hat aber auch eine Munitionssorte. Wenn man damit einen Gegner trifft, kriegt man 1000 Leben wieder, da man nur 1200 Hitpoints hat. Aber ja, hat 3 Leben, spawnt dann immer wieder an seinem Spawn wieder. Kann halt natürlich sein, dass die Gegner dann genau da rumcampen und warten, dass man da wieder spawnt. Aber sonst eigentlich eine coole Fähigkeit. Und er sieht auch echt schnieke aus. Der lustigsten von allen, er schießt Speere ab. Das Lustige ist daran, ihr habt mal einen Speer, der ja den Gegner heranzieht. Und ihr habt einen Speer, der den Gegner weghält. Also ihr katapultiert den dann echt weg, was in Kombination mit diesem Schippenpanzer mega geil ist, weil während er ihn in die Luft kickt und ihr dann einen Speer abschießt, könnt ihr den Gegner quer über die Map schießen. Ich denke mal, bei dem nächsten Fail-Video von World of Tanks werde ich euch das gerne zeigen, weil das haben 2 mit mir gemacht und ich musste mich so kaputt lachen, wie ich da mit dem Panzer quer über Himmelsdorf fliege und dann da einfach zerschell. Also auf jeden Fall ein cooler Panzer und ich finde, sieht mega geil aus. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Kommen wir zum Höllenhund. Ja, der Höllenhund hat auch eine geile Fähigkeit. Sobald man halt immer mehr von seinem Leben runterballert, verringert sich halt die Reload und die können viel, viel schneller schießen. Was doch, wenn man ein One-Shot ist, schon sehr, sehr praktisch ist tatsächlich. Und es macht halt auch tierisch Spaß. Meistens geht man mit 4, 5 außer Runde und dann, ja, ist man doch schon ganz zufrieden. Kommen wir zum Raid. Ja. Recht ulkiger Panzer. Wird aber komischerweise weniger gespielt hier bei den Halloween-Event. Vorteil ist halt, er hat einen Schuss, so eine Art Blutgranate oder Blutgoblin, da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Der halt potenziell ein bisschen Leben abzwacken kann und aber auch dauerhaften Schaden dabei reinsetzen kann. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nur ich sag mal, den sieht man so gut wie gar nicht auf dem Schlachtfeld, aber ich. Ne, schade. Kann ich das nicht so? Moment. Ah. Schleichen. Da. Vampirischen Granaten selbst heilen, indem sie auf Gegner schießen und ihre Gesundheit sich selbst. Okay, da schießt also halt diese Vampir, Blut, etc. Goblin-Granaten, um sich halt das Leben des Gegners einzuverleiben. Was ja schon eine ziemlich fiese Nummer ist. Ja, kommen wir zu meinen Schätzelein. Ungeschlagen seit dem ersten Halloween-Event, der Wiedergänger. Kraftpanzer. Hat immer noch die geile Funktion, man sieht ihn nicht. Also damit kann man sich halt wirklich wieder verstecken und den Gegner auflauern. Es macht halt mega Laune. Es ist richtig cool. Ja, und habe ich schon ein paar Mal gemacht und bis jetzt bin ich damit auch ziemlich erfolgreich durchgekommen. Und wie immer der klassische Geist, ne? Unser T-34 Geistpanzer. Ja. Wird aber zum größten Teil echt noch gespielt, also, ne? Den sieht man echt schon oft auf dem Schlachtfeld. Ja. So, 3 Panzer zeige ich euch.
Zwar einmal den Fangula, weil ich den echt mega geil finde. Ja, fangen wir damit mal die erste Runde an. Und dann hier wird halt auch immer beschrieben, was der Panzer drauf hat, wenn man hier im Ladebildschirm ist. Ja, das nenne ich mal ziemlich außerhalb Spawn. Was haben sie denn Schönes? Oh. Der Gornitsch, der ist halt richtig fies. Der ist wie eine Artillerie, der schießt euch ständig in Flammen. Ja, das ist so ein geiler Effekt. Und wenn ich jetzt hier halt die Falltaste umdrücke, zack, springe ich einfach hoch. Mega geil. Hui. Man kann natürlich auch versuchen, dann in der Luft zu schießen. Ah, klappt aber nicht immer. Also ich finde immer, der ist hier einfach der OP-Panzer, dieser KV-5-Verschnitt. Weil der macht so viel Damage und permanent kann er sich auch noch heilen. Immer 5% zwar, aber trotzdem. Das macht schon was aus. Gerade wenn er dann nicht beschossen wird, kann er sich ganz easy sein Life wieder hochziehen. Wie gesagt, der zündet halt eigentlich direkt mit dem ersten Schuss immer jeden an. Verflucht. Oh. Nein. Nee, 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 nee. Die Kette gezogen. Jetzt lass mich schnell vor. Ich muss auf den springen. Ich muss Damage machen. Heppa. Na komm, Geist, mach ihn weg. Geht doch, schönes Ding. Ihr habt gesehen, ich springe auf den Gegner und ich mache halt wirklich massiven Schaden. Schön, dass es auch wieder die Karte Himmelsdorf ist, ne? Da haben wir ja richtig Spaß bei. Siehst schon, dass der hinter uns kommen will, ne? Den kriege ich. Und? Jo, der ist auch weg. Oh, was kriegen wir denn da wieder? Noch ein Geist, meine Güte. Ist ja unglaublich. Ja, lass mich mal vor, ich deck dich. So. Jetzt blicke ich gerade auch nicht durch, wer es wäre. Da. Zack. Das macht so Laune. Ah, schade. Okay, der Schuss ist jetzt halt nicht der wuchtigste hier. Jetzt auf den Gegner springen, das macht halt schon ordentlich Damage. Ne? Und haben wir denn noch? Oh, der Goblin hat noch ordentliche. Überleg mal, 3200 Hitpoints. Das ist mehr als die Maus hat, ey. Oh, die machen so. Oh, jetzt kriegt er aber gut ab. Wie haben sie den so schnell runtergekriegt von 2000? Der muss raus. Der muss einfach raus. Der nervt nur immer, dieser Panzer. Da kommt der Inferno. Hat auch übrigens einen richtig guten Rammschaden, der Inferno. Da lebt tatsächlich noch ein Geist. Hat sich wohl versteckt. Ja, 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 ja. Halt mal ruhig weiter dagegen. Das ist so sinnig, was du machst. Aber okay. Jetzt versuchen wir den mal in der Luft zu treffen. Geil, direkt angezündet. Schade. Ja, ihr seht, der Fangula, der macht ja schon ganz schön Spaß. Also ich muss sagen, ey, da... Der macht richtig Laune hier im Event. Schade, dass es bald wieder weg ist, ne? Heute ist ja auch der 31. Oktober, also haben wir heute Halloween.
Ja. Deswegen dachte ich mal, mache ich mal ein kleines Halloween-Special für euch Lieben da draußen. Die Panzerkommandanten. Aber kommen wir jetzt zu meinem zweiten Halloween-Panzer. Wie gesagt, alle kann ich euch nicht zeigen, es wird einfach viel zu lange dauern. Könnt gerne natürlich nur in die Kommentare schreiben, ob ihr noch einen Panzer sehen möchtet oder ob ich euch den restlichen Teil zeigen soll. Natürlich, sofern natürlich noch das Event da ist. Macht auf jeden Fall ordentlich Laune. Stadt der Toten. Jetzt bin ich mal gespannt, was die haben, ey. Oh, die haben Wiedergänger. Als Sieg da an dem Jagdpanzersymbol ist es immer ein Wiedergänger. Nee. Jo, Red Dozer. Der kann uns wegkicken, wenn er will. Das ist der Panzer mit der Schibbe. Der Schaufel. Das ist sehr ungeil. Ja, jetzt muss ich nur gucken, dass er mich nicht trifft, weil ich Fliegengewicht, ich zerschelle die sofort an der Wand. Na, ist er wirklich alleine? Ah, da brennt er. Faszinierend, dass ich gerade nur bounce. Oh, ich wollte doch gerade sagen, das sieht aber aus wie der Schuss eines Werwolfs. Er brennt wieder. Ich jetzt versuch's einen Höllenhund zu rammen, Digga? Ja, ey, jetzt abhauen ist ja wohl eine feige Nummer, Digga. Dicke Hose und dann abhauen, also sowas. Oh, Inferno. So kriege ich ihn nicht rein. Ja, man muss hier leider snipen ist hier nicht wirklich. Man muss schon in die Offensive hier. Der muss raus, also der ist übel. Guck, genau, hier komme ich hoch. Hui. Meine Güte. Hat der bald der Geist. Jo, wir haben ihn. Sehr gut. Eine der größten Gefahren ist erledigt. Der kann euch wirklich, wie gesagt, über die komplette Map schleudern, wenn man echt beschissen steht. Also, das ist dann schon. Was? Ah, hier ist der Wiedergänger. Ihr seht, meine Reload geht auch schön runter, ne? Ist schon herrlich. So. Ach, der Werwolf. Penner, schönes Ding. Oh. Jo, moin. Der lebt aber immer noch, der kommt wieder. Hat der Inferno noch ein Leben? Ich sehe nochmal. Komm raus, weil immer du steckst. Also 100 km/h wären jetzt nicht verkehrt. Ist okay. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen, ja. Kämpft gegen uns, Mann. Den dürfte nicht rammen, ey. Der hat übelsten Rammschaden, der Typ. So ein Inferno ist da echt übel drin. Hau mir nochmal Schaden rein. Ich werde immer schneller am Schuss, Digga.
Schönes Ding. Boah, 6.974 Schaden gemacht die Runde. Unglaublich. Das ist krass. Das ist echt krass. Ja, schön. Was kriegen wir denn? Dann kriegt ihr halt hier auch eure Monsterbeute. Ja, schön. Haben oder nicht haben, ne? So müsst ihr das sehen. Ja, wunderbar. Ja, das war der Höllenhund. Er macht halt mega Spaß, gerade wenn ihr dann in der Fünfertruppe da rumdüst. Absolutes Zerstörungspotenzial, die Kiste. Gerade mit Freunden zusammen macht das schon echt tierisch Spaß, weil ihr dann halt, wie gesagt, hier gerade den Dreadozer spielen könnt und dann halt die Bella dazu. Und sobald ihr halt, wie gesagt, wenn ihr den hochkickt und dann müsst ihr halt mit dem Speer Map, das ist so krass. Das haben wir gestern ausprobiert und es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben da einen Sumpfschrecken ganz schön getrollt. Das war ganz witzig. Und wie gesagt, diese Sachen seht ihr dann in meinem nächsten Fail-Video über World of Tanks. Dann habe ich nämlich wieder eine ganze Menge von zu bieten. Von den lustigen Videos von mir. Ja, sofern man die natürlich lustig findet. Ich würde jetzt fast behaupten, wir machen jetzt wirklich eh eine Minimiste. Ja, okay, warum nicht? Wir sind beim Geist. Dann fahre ich halt die letzte Runde mit dem Geist. Traditionell, wie bei meinem ersten Halloween-Event-Video hier auf YouTube. Da fing ich natürlich auch an mit dem Geist. Bis ich glaube, der zweite Panzer, den ich hatte, war der Wiedergänger direkt. Ja, da war der Wiedergänger. Oh, das ist auch ein schönes Klischee wieder hier. Das freut mich. Es gibt halt auch noch eine zweite Karte. Pokorovka. Halt, auch ziemlich abgespaced. Nur die zwei Karten sind es eigentlich. Ich habe jetzt mal Glück. Ich lieb nämlich wieso Stadt der Toten mehr. Da ich halt absoluter Stadtfan bin. Aber Pokorovka ist auch nicht verkehrt. Also als Scout macht Pokorovka schon mehr Sinn als Himmelsdorf hier. Aber ich sehe es halt gerne, ne? Das ist eine meiner Lieblingskarten. Mit High Raid zusammen. Nur es gibt halt, wie gesagt, zwei Karten fürs Halloween-Event und ja. Ihr kriegt halt ganze Zeit Monsterbeute. Es gibt ein Event, wo ihr dann halt, ich glaube Monster Party oder so hieß das, wo ihr euch dann halt bis Stufe 10 oder 11 hochspielen konntet und dann durftet ihr einen Panzer auswählen von den ganzen Halloween-Panzern. Wer nicht dabei war, war hier unser Schippenpanzer und halt der Famula. Sonst alle anderen Panzer habt ihr dabei. Ich hatte auch noch das Glück, dass da halt ein wirklich richtig schöner Paketangebot. Moment, warte mal eben, das ist mir hier gerade ein bisschen zu haarig. Ich komme hier glaube ich nicht weg. Oh, Team. Oh mein Gott, wo ist mein Team? Ich bin voll allein. Ich will doch nicht sterben, ich bin ein Geist. Hilfe! Es gab halt ein richtig schönes Angebot von Wargaming, wo ihr halt ein Paket für 11.000 Gold euch holen konntet. Und da hattet ihr halt den Inferno bei den Sumpfschrecken, den Belladephone und was waren das noch? Ach, der Raid. Und ich dachte, ja, komm, für 11.000, 4 Panzer, Stufe 8, warum nicht? Und deswegen freue ich mich einfach auf nächste Halloween-Spektakel, wenn ich mir dann auch die restlichen Panzer erspielen kann. Sehr wahrscheinlich wird es dann, denke ich mal, der Drache werden. Oder mal gucken, der Kaiju. Was mein. So ein Flammenpanzer, weil Halloween-Event macht immer schon Spaß. Schade. Ja, okay, bei so einer kurzen Runde ist tatsächlich noch eine Runde drin. Ah, Gott, ja. Belladephone. Na. Nehmen wir mal mein Schätzlein im Wiedergänger.
So, na perfekt. Seht ihr, die kurze Geistesrunde hat sich gelohnt. Da ist der düstere Friedhof auf Prokhorovka. Dann seht ihr die Map jetzt auch mal. Das ist doch sehr schön, sehr gut. Hat sich das ja verdammt gut gelohnt hier. So, mein Vorteil. Die haben zwei Wiedergänger, das ist ja voll eklig. Oh, nee, und den KV5-Verschnitt. Also, wie gesagt, ihr könnt damit ja ganz normal, wie ihr seht, rumfahren. Ich bin jetzt rot, man erkennt mich, sobald ich stehen bleibe. Sehe ich aus. Kann die Kanone so drehen, dass sie aus wie die ganzen anderen einfach verstecken. Nur da die meisten sowieso nicht auf mich achten, weil ich ja nicht denen angezeigt werde, kann ich ruhig mich noch ein bisschen weiter vortrauen. Wartet halt immer so auf eure Chance. Ich hatte auch schon einen Gegner, der hat sich einfach neben mir hingestellt, weil er dachte, ich wäre Deckung. Hat nicht gerafft, dass ich der Gegner bin. So, dann habe ich dann halt immer ein paar reingedrückt und er hat sich ganz verwundert nach links und rechts umgeschaut. Kommt der Schuss her und hat einfach nicht gerafft, dass ich mit der Kanone direkt in seinen Turm reingucke, ey. Total ehrlich. Also ich muss wirklich sagen, das Halloween-Event, da freue ich mich jedes Jahr aufs Neue drauf. Es macht immer tierisch Spaß. Und wie gesagt, gerade in der Gruppe, gerade auch im Clan, ist das doch mega cool. Gucken, welchen wir jetzt hier reinkriegen. Oh, was hat ihn denn getroffen? Ach, der Pfeil. Jetzt ist alles gut. Wie gesagt, eine Bella ohne eine vernünftige Kombination bringt halt nicht sehr viel, ne? Sie raffen mich aber auch null, dass sie von mir geschossen werden, ne? Schon witzig. Gucken, ob ich ihn auch treffe jetzt. Scheiße, das war mit unserer Bella. Also ein bisschen umgucken, da könnt ihr euch Auto-Aim benutzen, dann habt ihr relativ Ruhe, dann könnt ihr nämlich die anderen Feinde ausfindig machen, wie natürlich die Kraftbander. Wiedergänger, aber ich glaube, die sind noch nicht, die haben sich schon positioniert. Sehr schön. Wo habt ihr denn jetzt den Heavy hin? Oh. Shit. Also ihr müsst auf jeden Fall versuchen, mal Wiedergänger in den Turm zu sammeln. Das ist seine Schwachstelle. Oh Mann, das wird jetzt ein heikles Ding. So, dann kommst du mir nicht her. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich bin gespannt, wer von uns weniger hat.
das bin ich erledigt, krieg von zwei Seiten ab. Ich habe ihn aber noch gekriegt. Nein! Nein, mach ihn fertig! Ja. Nein, Wiedergänger, die können mir doch nicht erzählen, dass ich der bessere von den beiden war. Ich meine, wäre ich eher, ich hätte mich schon längst kaputt geschossen, ich hab doch nichts mehr. Müsste da nicht wissen, bei dem Beschuss, den ich abgekriegt habe. Lässt mich einfach feuchtfröhlich auf sich weiterballern. Wie geil ist das denn? Ich überlebe das eventuell noch. Halt, wie gesagt, Schwachstelle beim Wiedergänger immer Turm. Schießt immer auf den Turm, ist eine Schwachstelle. Ich habe meine beiden Kontrahenten rausgeholt, also spricht deutlich für mich im Wiedergänger. Schöne letzte Runde. Ich danke dem Geist, dass die Runde so schnell ging. Das hat er absichtlich gemacht, denke ich. Monsterbeute. Oh, große Erste-Hilfe-Kasten. Sehr schön. 5245 Damage. Kann man nicht meckern. Absolut schöne Abschlussrunde. Leute, ab hier wünsche ich euch ein richtig schönes Halloween. Auch in diesen, naja, schweren Zeiten, in denen wir momentan leben. Und macht es einfach altmodisch und macht einen Horrorfilmabend wie damals in der Jugend. Weiß ich ja nicht, was die so immer an Halloween gemacht habt, ob ihr direkt Väter wart oder schöne kleine Gruselabende gemacht habt. Nur ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die Zeit und ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Halloween. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie immer gerne in die Kommentare. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und Süßes oder Saures, ne?